Hallo zusammen, guten Tag. Heute euch zeige ich, wie kann man Kichererbsen fein kochen. Zuerst ernten wir unseren Garten. Hier habe ich drei 350 Gramm Kichererbsen genommen vom Garten, 4 Stück Knoblauch, circa 15 Stück Pfefferkörn, 30 Gramm Kokosflocken, circa 80 Gramm Zwiebel. Ein paar Curryblätter. Wenn ihr Curryblätter habt, dann könnt ihr benutzen, sonst kann man vermeiden. Jetzt koche ich weiter. Pfanne gebe ich Öl, ja ungefähr 15 Milli, so etwas. Wenn das Öl heiß ist, dann gebe ich geschnittene Knoblauch mit Zwiebel. Da gebe ich jetzt geschnittene Kichererbsen, aber nicht Kichererbsen, Kichererbsen, sorry. Half Löffel Salz, half Löffel Kurkuma, wenn ihr Saft gerne habt, dann könnt ihr einfach ein halber Löffel oder Viertel Löffel Chiliflocken geben. Mit Chili koche ich 1 Minute. Ich habe anstatt Pfeffer habe Chiliflocken genommen. Wenn ihr wollt, entweder Chiliflocken oder Pfefferkorn kann man benutzen. Jetzt gebe ich Kokosflocken dazu. Mit Kokosnuss nur halbe Minuten kochen lassen, dann ist gut.
Kichererbsen fertig gekocht. Es ist lecker aus, lecker auch. Danke vielmals. Schönen Tag wünsche ich euch. Ciao, ciao.